and no doubt this is going to be historic. 7.9 Maggie. Willkommen bei der geilen Sendung Ficken, Fotzen, Hurenhäuser. Ich bin Günni, der Stecher und der Macher. Zu meiner Sendung habe ich mir heute wirklich einen ganz geilen Gast ausgesucht. Aus dem hiesigen Hurenhaus nebenan. Hier ist Hurenlilly, die Geisterfotze von ganz St. Pauli, meine Freunde der Sonne. Guten Abend. Abend, Lilly. Und? Wie geht's? Ich hab ja gehört, du hast vor 2 Wochen hast du wirklich den Schwanz-Dildo-Preis bekommen für den 1 Millionsten Schwanz in deiner Fotze. Und wie war's? Herrlich. Ich war sehr geehrt. Ja. Ich hab ja gesehen, der Preis hat wirklich die Form eines Penis, so 28x7. Hast du dich schon draufgesetzt? Ich sitze noch drauf. Immer noch? Ich hab's doch gewusst, die geile Fotze, Schlampe Lilly. Ich weiß nicht, wenn ich mir hier einlade. Leute, ich weiß, ob ihr steht. Wenn ich jetzt hier auf den Tisch setze, verschwindet ihr oder geht's noch? Zur Hälfte. Pervers, die Pussy. Also, mein lieber Lilly, jetzt wurde schon genau 1 Million Schwänze geritten, gefickt, geblasen und gefistet. Was weiß ich, was du alles gemacht hast mit diesen Reben. Ne? Hast du dich ja dazu entschlossen, jetzt aus der Fickerei auszusteigen, dich nur noch in deiner Nebenbeschäftigung zu betätigen als Domina. Erzähl mal, was machst du da so? Also dazu muss ich sagen, ich habe mein eigenes Domina-Studio, in dem ich schon öfters mal gerne zum Paddeln oder zur Peitsche greife. Und weißt du, was ich auch noch gerne mache? Sprich! Harnröhren dehnen. Was ist denn das? Für eine Scheiße. Eine kleine, flexible Harnröhrendehner. Etwa so lang, man schiebt sie in die Nille, bis es kracht. Zieht, dehnt, zieht, dehnt. Hau mir ab, wie pervers, hör mal. Ich würde mir niemals so ein Ding in die Nille reinfeuern lassen. Aber was geht denn ab, ey? Wer macht denn so eine kranke Scheiße? Oh. Scheiß drauf. Wenn es mir wenigstens Spaß gemacht hat. Also ich würde es nicht machen lassen, ey. Und wenn sie dann alle hier den Krieg erklärt haben, sollen sie also mir in mein Domina-Studio kommen, dann ist Zapfenstreich. Aber ja. Echt, kann ich mir gleich vorstellen. Lässt du schön nackt auflaufen mit der Peitsche schön an den Schwanz vorbei, an den Arsch versohlte oder was? Oh ja. Und auch Spielzeug in Anus reingerammt, hä? Wo wir gerade beim Thema Spielzeug sind. Mein Preis. Der millionste Schwanz. Pervers. Oh, der riecht doch richtig schön, Euf. So, Haniel Gehr. Leck mich am Arsch. Männers. So muss der Fotze riechen. Hammer hat, ey, das Ding ist mir bald aus der Hand rausgeflutscht. So, das ist das Neue. Geil. Apropos nass. In meinem Club wird es manchmal auch sehr nass. Das kann ich mir denken. Weil ich habe so an manche Leute, die stehen hier so auf dieses Analpiercen. Kennst du das? Nicht wirklich. Ist das nur so ein Schwuppending oder was? Von der Arschfickern oder was? Nein, das ist ganz spektakulär, neuartig. Da wird das Arschloch zusammengepierst. Echt? Schöne Kanüle durch beide Arschbacken, flopp und durch. Zack und rinnen in den Kopf. Was? Was in der Kopf? Et Bier oder ist die Nadel vom Piercing so lang? Nee, Bier. Also, ich hatte schon gerade gedacht, die armen Sauer, ey, wird ganz schön zerreißen. Die Nadeln sind nicht länger als so. Echt? Hammer, was? Ey, finde ich aber wirklich saupraktisch, so ein Arschlochspiercing, ey. Dann kann ich wenigstens mal schwul und kann die ohne mal mein Rosett-Gedanken zu machen, ey. Scheiß Arschfikalo, ey. Abartig, ey. Naja, die Poperste Stampfer. Ich werde sie nie verstehen, aber man soll. Für mich bleibt Arschfang immer noch ein Ausgang und kein Hingang. Naja, meine lieben Freunde, dann machen wir mal Schluss für heute.
Schick mal die Schlapp mal ein bisschen schaffen, dass die mal ein bisschen Geld verdienen, du, das Kind auch gerade immer ficken gehen. Ja? Schau, bis zum nächsten Mal, ihr geile Leid.